Okay, Leute, ich muss wahrscheinlich jetzt ein bisschen leiser reden, aber ja, ich nehme jetzt hier noch eine Folge auf und ich wollte jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen, was ich so gemacht habe. Also erstmal offscreen, ich bin hier an dem Haus ein bisschen dran gewesen und habe das ein oder andere gebaut und ich hoffe mal, es sieht gut aus. Ja, ich kann jetzt nur aus Holz bauen, größtenteils. Ich muss da ein bisschen verzichten auf Variationen, weil ich eben wirklich nicht so die Möglichkeiten habe. Also auch Cobblestone kriege ich hier kaum und alles. Und ja, ich habe mich auch gefragt, wie jetzt wirklich, wo das ganze Zeug hin ist. Also hier muss man doch auch Lava-Eimer und so kriegen. Das habe ich alles nicht. Also in der letzten Staffel hatten wir auch einen Cobble-Generator und alles. Und das ist nicht vorhanden. Und ich weiß nicht, oder muss ich da oben die Lava holen? Das kann sein. Hatten wir das damals so gemacht in Lost 1? Ich weiß nicht mehr. Naja, jedenfalls, ich würde da mal vielleicht eine Fackel setzen. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das baue, ehrlich gesagt. Obwohl, es ist ja jetzt eigentlich schon die letzte Folge hier in der Welt, muss ich ja sagen. Denn, ja, es ist alles ein bisschen anders gekommen, als wir wollten. Wir wollten ja eigentlich mehrere PvP-Events machen, also zwei Stück. Beziehungsweise eventuell vier am Anfang hatten wir gedacht, aber da habe ich ja schon gleich gesagt, dass das nichts wird. Und da sind wir eigentlich schon direkt auf zwei gegangen, ne? Allerdings wird es nur ein einziges geben, hat sich jetzt so ergeben, weil Rize echt keinen Bock auf das Projekt hat. Ich weiß auch nicht, warum er es dann gestartet hat. Aber ja, er hat jetzt öfter schon mal mir zu verstehen gegeben, dass er eben da keine Lust drauf hat. Und nicht mal auf die PvP-Events, ne? Und das ist halt echt komisch, denn ich hätte schon gedacht, dass er da zumindest Lust drauf hat. Zumindest in Staffel 1 fand er immer, dass diese Events dieses Projekt gerettet haben oder am Leben erhalten haben. Und ja, da hätte ich schon gedacht, dass er jetzt auch wieder da mitmacht und so, aber ja, irgendwie ist das nichts geworden. Und ja, auch andere Spiele haben wir natürlich null gefunden. Ich meine, es ist schon traurig, wie einfach nur noch zwei Spieler immer in den Projekten sind, ne? Also ja, wir finden keine Leute mehr. Und ja, hier in Lost war es jetzt besonders krass, weil da Rize auch selber nicht mehr aktiv war. Ne, das heißt, ich war eigentlich alleine hier. Und ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Oder ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich meine, damals in Lost 1 und so, in den alten 30-Tage-Projekten hatten wir immer noch einige Leute so dabei. Das war eigentlich richtig so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Auch von der Menge. Das hat eigentlich immer gepasst. Und jetzt finden wir einfach gar keine Leute mehr. Also ja, in Tropical war es schon dasselbe und jetzt auch, also ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Naja, auf YouTube seht ihr dann, glaube ich, erstmal nach diesem Projekt dann Snow Village 2. Also das wird dann einfach den 30-Tage-Projekt-Slot übernehmen, habe ich mir so gedacht. Also ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich so mache, aber das war so eine Idee. Und ja, mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich ja nochmal kurz drauf eingehen. Also das PvP-Event, das wird halt das einzige sein. Das ist dann die nächste und übernächste Folge. Ich werde das splitten in zwei Folgen, wie es aussieht, einfach damit ich noch zwei Folgen krieg. Ja, vielleicht machen wir auch noch eine so hier auf dem Server. Ich weiß noch nicht, wie das läuft. Aber ich glaube, er hat auf dem Server noch am wenigsten Bock. Ich bin schon froh, wenn wir das PvP-Event über die Bühne kriegen. Als Abschluss, Alter. What the fuck, ey, was ist das für ein Projekt, ohne Witz? Da werden wir sicher noch mal zusammen auch drüber reden. Ja, ist schon schade irgendwie, wie das Ganze so läuft und sich entwickelt hat. Ne, also ich weiß nicht. Und ich hoffe mal, dass das nächste Projekt eventuell dann besser läuft. Ja, aber es wird wahrscheinlich jetzt eh dauern, also wieder ein paar Monate, bis es dann kommt. Wir haben jetzt Juli hier, wo ich das aufnehme und ich denke, beim nächsten 30-Tage-Projekt kann ich erst im Oktober wieder mitmachen. Weil ich da vorher nicht so ganz kann. Also da würde ich jetzt mir nicht den Stress machen. Und vor allem auch nicht mit 8 Folgen oder so, ne? Also im Nachhinein gesehen war es jetzt doch eine schlechte Entscheidung, 8 Folgen draus zu machen. Ne? Ich wollte ja erst 5 Folgen machen, maybe. Aber dann dachte ich so, naja, ich brauche mal wieder ein Projekt, was nur 4 Wochen geht. Und 4 Folgen war dann ein bisschen blöd, habe ich mir gedacht. Vor allem, als noch die zwei Events geplant waren. Da wollte ich ein paar mehr normale Folgen auch dazwischen haben. Und da dachte ich so, na komm, mach mal halt 8 Folgen.
Auch wenn es nur zwei Events werden, das wird schon passen. Ja, aber jetzt ist es ja wieder irgendwie komisch geworden. Also, dass eben die Folgen alle so hingeschissen sind, gefühlt. Naja, ist aber so, leider. Und kann ich jetzt auch nicht ändern. Also, ich würde dann einfach mal das Ganze so ad acta legen quasi. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. So, die Fackel muss doch weg. Habe ich mir doch fast gedacht. So, zack. Ja, und hier mache ich auch nochmal zu. Und ja. So, dann gucken wir mal. Ich muss auf jeden Fall mich jetzt beeilen mit der Aufnahme und alles. Ich wollte eigentlich heute noch schneiden und so, aber schaffe ich nicht mehr. Ist schade, weil wer weiß, wann ich schaffe. Wahrscheinlich übermorgen erst. Und dann muss ich aber auch lernen. Oh, ey. Es wird doch schlimm. Ne? Wie ich das wieder alles unter einen Hut kriegen soll, ich weiß es nicht. Charts habe ich heute auch nicht geschafft, die wären dran gewesen. Es ist alles schlimm. Ja, also ich krieg manchmal diese Sachen nicht so richtig organisiert. Da irgendwas fällt dann immer hinten runter, so, ne? Muss man mal Abstriche machen. Und ich bin froh, wenn ich überhaupt noch so alles, was ich mir vornehme, so einigermaßen hinkriege. Meistens aber eben mit sehr großen Verzögerungen. Ne? Merkt man schon allein bei den Twitter-Sessions, ne, wie weit ich da mal zurückhänge. Also, das ist ja auch ein bisschen eskaliert. Ja, aber kann ich eben zurzeit nicht großartig ändern oder beeinflussen. So, aber na gut, es gibt auch wieder bessere Zeiten, ne? Das muss man ja auch sehen. Ich hoffe nur, dass ich das dann wieder aufholen kann, alles. Weil oft war es auch so, da habe ich dann immer gesagt, ne, es gibt noch bessere Zeiten und dann konnte ich das trotzdem nicht mehr aufholen. Ne, das ist immer wieder so ein Phänomen und so ein nerviger Faktor auch. Naja, machen wir erstmal noch ein paar Dinger hier. So. Und dann schauen wir mal. Okay. Naja, hier drauf. Peng. Und dann hier drüber. Ich weiß noch gar nicht, was ich als Thumbnail nehme. Aber das Hausdach wird jetzt relativ schlicht. Wie gesagt, ich habe halt keine anderen Möglichkeiten, keine anderen Holzsorten und nix. Oder hatte ich andere Setzlinge? Nee, ich glaube nicht. Das wüsste ich. Ich guck nochmal. Diese Treppen, ey, mit denen ich mich hochsteck. Nee, ich hatte nur Laub. Und Hauptsache, ich habe hier Erfahrungsfläschchen. Die brauche ich eh nicht. Oh Mann, nicht mal die Rüstung brauche ich. Ja, ich brauche nur Essen. Das ist immer wichtig. Aber ich habe ja nicht mal Seeds und alles. Also ich frage mich echt, wo die Items nochmal hin sind. Ne? Keine Ahnung. So. Habe ich jetzt... Ich höre wieder Schleime. Oder? Sind die so laut? Weil ich habe die Sounds ganz leise bei mir auf dem Ohr. Da wundere ich mich schon, wenn ich irgendwelche Sachen höre. Naja. Bauen wir das erstmal ab. Damit hier nicht so ein Fehler drin ist. So. Drei. Dann hier drei. Und eben die Fackeln drauf, damit da nichts spawnt. Ja, kann ich von außen machen. Ah, shit, ich hab doch Kohle hier, ne? Die habe ich vercraftet auch schon zum Großteil. Die kriege ich aber gar nicht. Weil es ja Holzkohle ist. Keine Holzkohle. Naja, erstmal hole ich mir neue Dinger, Stämme. Dann kann ich hier was durchcraften. Und da, zack. Ne, warte mal, Fackeln brauchte ich gar nicht. Oder? Eigentlich nicht. Oh shit. Alter. Diese Treppe ist zu wild. Ich glaube, nach dieser Folge gibt es einen Map-Download. Ne? Das könnte gut sein. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber ja, wäre möglich. Ihr könnt ja die Map zu Ende bauen. Ne? Ich habe keine Zeit dafür. Und ja, ja gut, diese Folge gibt es den Download noch nicht, aber dann ab Folge 8. In der Beschreibung, da gibt es den nur mal so noch, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Mache ich ja immer so am Ende in der letzten Folge und nicht schon mittendrin. Obwohl, ich glaube, irgendwann gab es das auch schon mal, aber das war eine Ausnahme. Im Normalfall ist es ja dann anders und
Ja. So, dann würde ich hier nochmal so ein Bild machen, irgendwie. Ja, das sieht cool aus, irgendwie, so von der Perspektive wieder. Warum nicht? Also einfach mal, ja komm, ich muss mich jetzt entscheiden, bevor ich wieder ewig dafür brauche. Und dann war's das, danke fürs Zusehen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und mal sehen, was wir da noch so auswerten mit Reis. Im besten Fall, und ja, ciao.